Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der Kommunistischen Partei Deutschlands. Natürlich die Ostvariante dieser Partei und letzte Folge ist, guck mal, vorsichtig formulieren, relativ sehr gut angekommen mal wieder. Also, Politik-Tycoon ist echt ein Allzeithoch bei mir, aber das ist doch nochmal besser und ja, heute geht's weiter. Genau, heute natürlich nicht als Premiere. Die erste Folge natürlich schon. Stattdessen, wenn ihr jetzt das Video seht, in 2 Stunden, also um 18 Uhr. Ich weiß nicht, wann ihr es guckt, aber das Video kommt hier um 16 Uhr und um 18 Uhr kommt dann die Premiere zur ersten Folge von Crusader Kings 3 mit Dublin. Genau. Kann nur einen Tipp machen, ich werde nicht sofort sterben. Auch wenn ich das am Anfang so vermute, ich werde nicht sofort sterben. Kleiner Spoiler. Hab tatsächlich schon die ersten 3 Folgen aufgenommen. Also so schnell kann ich nicht sterben. So, aber jetzt gar nicht mehr spoilern, sondern hier Finanzen gucken. Ja, das ist, wir machen Plus. Könnten uns sogar fast hier ein Zeitungchen leisten, aber halt auch nur fast. Genau, wir haben über 1000 Mitglieder. Das ist doch schon ganz gut. Brauchen wir nur noch ein paar Frauen. Gut. Ja, Witze. Lustig. Okay, eingesetzte Soldaten. Ja, diese komische neue Verteilung hier im Bundestag. Und trotzdem gibt es halt noch die GroKo. Es ist so bescheuert, ne? Abgelehnt. Da ist die SPD doch noch wieder das Zünglein an der Waage gewesen. 0,41% in Umfragen, das heißt, wir schaffen 0,2%. Mal kennt's. So, also, irgendwann müssen wir ja anfangen, ne? Irgendwann müssen wir anfangen. Und deswegen fahren wir in Saarland und in Bremen an. Da auch bald Hessen kommt. Hessen relativ günstig ist im Vergleich zu Bayern, mache ich jetzt auch diese Werbung in Hessen, dass wir da, weil ich da hoffe, dass wir da ein bisschen Geld rauskriegen. Wir werden es sehen. So. Rest spare ich natürlich wieder. Aber wir machen Plus, das ist das Tolle, deswegen können wir uns eigentlich halt auch Werbung leisten. Deswegen haben wir jetzt mal hier Abisal Bayern Werbung und dann hier ein bisschen eine Werbung noch im gesamten Land, sodass wir hier ein paar Mitglieder reinkriegen. Die Mitgliedsbeiträge sind natürlich auch enorm wichtig. Haben noch keine Beliebtheit, Bekanntheit, dementsprechend müssen wir noch auf unserem Mindestbetrag da festsitzen. Genau. Mal sehen. Also im Mindestmitgliedsbeitrag mache ich damit natürlich nur 0,38%, das ist besser als erwartet. Ja, euch ist vielleicht schon die komische Farbe von der Partei aufgefallen. Ja, wenn wir die Kommunisten sind, dann müssen wir natürlich diese Farbe haben. Die Partei wird dann halt blau. Jetzt halt so. Aber wir eigentlich die NPD auch durch diese Farbe haben müssten. Ich habe die einfach braun gemacht aus bestehenden Anlassen. Auf das bestehende Anlass so. Ja, Saarland ist natürlich auch. Da müssen wir dann natürlich gleich verlängern in 12 Wochen. Genau. So, Union und Freie Wähler. Angela Merkel ist Ministerpräsidentin. Ja, Frau Merkel ist Ministerpräsidentin. Herr Bosbach ist Kanzler. Frau Merkel in Bayern. Da ist die CDU wohl doch noch relevant dort geworden, ne? Nö. Okay. Ja. Also es wird sich, also wenn wir hier jetzt noch irgendwie das Mietshaus, also irgendwas hinstellen. Aber mein Kiosk. Lohnt sich halt mal überhaupt nicht um Kiosk. Aber sieht halt schön aus. 10.000 nur. 50 Euro. 50 Euro ist halt auch was. Oder wir machen hier wieder das abgebrannte Dingchen. Mittleres Anwerbebüro. Oder das nur so ein kleines. Das lohnt sich halt mal so gar nicht. Von diesem Kiosk. Vom Kiosk. So. 0,17%, naja. In Bayern leben wohl die Kommunisten. Räterepublik Bayern. Damals. Na gut, dann halt, dann Zeit dann. Naja. Die erste KPD-Folge ist ja hier Überlänge für Politik der guten Verhältnisse. Dementsprechend werde ich hier mal wieder auf die normale Länge gehen. Das heißt, 10 Minuten ist ja die normale Länge. Ich will ja jetzt aber die Videos, alle meine Videos auf meinem Kanal auf etwa 15 bis 20 Minuten machen. Dementsprechend sage ich mal 12 bis 13 Minuten. So in die Richtung, ne? Ich möchte das Let's Play ja nicht unnötig in die Länge strecken. Ich möchte es jetzt aber auch nicht möglichst kurz beenden. Ich finde halt, dass Politik der Kunde, da kann man sich halt einfach nicht so viel am Stück angucken. Da bin ich ehrlich.
So 10 Minuten ist doch die perfekte Portion, denke ich. Am Politik-Tycoon. Das hätte ich eigentlich bei der Kanalung fragen müssen. Naja, wenn ihr es hier schaut und könnt mir mal eine Rückmeldung geben. Was euch lieber ist. Lieber längere Folgen oder lieber kürzere Folgen? Wie lange hält die Motivation im Video an? So ist die Frage. Denn so oder so, die Videos würden voraussichtlich jeden zweiten Tag kommen. Also, da mein Sendeplan momentan noch ziemlich stark in der Arbeit ist, kommt morgen voraussichtlich sogar wieder ein Video. Wobei ich das mal ganz stark bezweifle, so wie ich mich kenne. Aber prinzipiell sollte morgen auch ein Video kommen. Von der KPD. So, Saarland in 11 Wochen. Saarland in 11 Wochen. Saarland in 11 Wochen. Genau, Moment. Müssen wir da jetzt wieder was machen, ja. Denn im Saarland, da machen wir hier sogar 12 Wochen. Denn da müssen wir direkt mal in die Zukunft denken. Aufregend habe ich mich so. Normal, wow. Inzwischen hier gewinnen. Das heißt, wir könnten sogar noch ein bisschen mehr ausgeben. Aber jetzt natürlich, also wir könnten es uns fast leisten. Aber da mache ich lieber ein bisschen gewinnen. Genau. Ah, wie sieht es mit Mitgliedszahlen aus? Die Partei ist wahrscheinlich wieder hier. Ja, hat leider die realistische Anzahl. Ich musste sie sogar hochsetzen. Ich habe nämlich hier vor der Staffel extra nochmal alle Mitgliedszahlen angepasst. Und bei der Partei muss ich sie hochsetzen. Ja, da war unnötig viele Mitglieder. Es ist kein Mitgliedsbeitrag oder so. Kann da jeder Mitglied werden durch, keine Ahnung, eine Samenspende oder sowas? Braucht eine Eizellspende natürlich. Ich weiß es nicht. 1,82% der Kommunisten im Saarland, ja. Ah Gott. Ja, Sachsen. Ich möchte keine Werbung eigentlich machen. Würde sagen, wir müssen halt so ein bisschen drauf hinarbeiten. So, Achim Post ist neuer Ministerpräsident. Georg Maaßen verlässt die Union. Ah ja, stimmt, den Maaßen habe ich ja in meiner Datenbank doch gar nicht rausgehauen. Naja, passt schon. Nee, ich wollte den Herrn Post einfach einmal zeigen. Ja, Herr Post. So. Das war ihre gute Sekunde in meinem Let's Play. Wäre ich jetzt ein Gronkh, wäre das was Besonderes. Ich bin aber kein Gronkh. Ich bin nur ein Politik-Tycoon-Let's Player, so ungefähr. Und davon nicht mal der relevanteste. Mann, Jan. Aber der mit den meisten Videos, ja. Und der Einzige, der das aktiv macht. Und der Einzige, der das nie mit aufhört. Und der Einzige, der es, glaube ich, momentan macht. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Also 12 Euro. Aber jetzt die Einser-Beliebtheit, Bekanntheit, da können wir noch, da können wir 12 Euro machen. Haben nichts verloren. Perfekt. Union und SPD, Volker Bouffier. Ich würde fast die Zeitung langsam einführen, ne? Also das Geld hätten wir, aber das haben wir halt nur sehr knapp. Ich würde dann noch warten, bis wir irgendwie 3000 Mitglieder oder sowas haben. Falls wir das irgendwann mal haben. Ach gut. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Da würde ich mal hier ein bisschen Werbung anzetteln wollen. Weil es ja nicht wirklich teuer ist. So, und sagst du in 9 Wochen. Neue Themen. KW-Mod, die wird natürlich höher. Brandenburg. 26 Wochen. Also so ein bisschen. Ja, wir wollen uns mal so ein bisschen hier unter die Menschenmengen. Genau, und dann machen wir hier nochmal 20 Wochen im Saarland, Flyer und Plakate. Dasselbe in Bremen, denn wir müssen ja irgendwo mal das erstmal einziehen und ich rechne mit Bremen. Vielleicht wird es auch das Saarland. Aber Bremen ist halt praktisch viermal im Jahr. Alle viermal im Jahr, genau. Alle 4 Jahre und dann auch noch dazu so schön günstig, weil da fast niemand lebt. Dementsprechend beste Voraussetzung, um da anzufangen. Saarland ist halt einfach nur verdammt günstig, deswegen. Jo, Landtag Schwaben, Jackson, Jackson, Jackson. Jackson. 0,38% die AfD voraus, die auf Platz 1, das wird lustig. Das wird lustig. Ah, die Union hat es doch geschafft, das war irgendwie klar. Wie bei der Bundestagswahl, wo die SPD in den Umfragen, ja, aber. Die Union lässt sich doch nicht Sachsen nehmen. Ja, aber Thüringen, da bleibt in linker Hand. Genau,
Warum sind wir jetzt so viel, bei so viel Minus? Anwaltskosten? Ja, Anwaltskosten. Disprozins müssen wir noch zahlen. Wie viel Disprozins sind das denn? 56, nee, dafür hole ich mir jetzt nichts vom Konto runter. Da warten wir jetzt, bis sich das fängt. Da kenne ich nichts. Ach komm. Um mal 30.000 vom Sparbuch. Ich würde mich um mein Sparbuch gern kümmern. Und was abheben. Und zwar etwa 30.000. Genau, dankeschön. Weiter geht's. Skandal- und Wahlkampfpauschale. Bürgerschaftswahl in Hamburg. Ralf Schuh. Für 25 Wochen Hamburg. Genau. Flyer und Plakate. Weil es so klein ist. So war halt ein bisschen Minus. Aber das kriegen wir jetzt wieder rein. Bestimmt. In Thüringen. Mit 0, irgendwas Prozent. 0,62%. Wow. Fast eingezogen. Die Linke natürlich Platz 1. Habe ich gar nicht geguckt, was für eine Regierung und für einen Ministerpräsidenten in Sachsen ist. Jana Ulspiet richtig. Union Linke SPD. Na toll. Ein Skandal. Ja, das konnten wir jetzt noch gerade so gebrauchen. Ein Skandal. Im Sperrbezirk. Genau. Linke und Union. Martina Renner. Oh, mit der würde aber die Union niemals was anfangen. Das ist die, die dadurch bekannt wurde, dass sie im Bundestag hier den Antifa-Dings getragen hat. Anstecker. Ich glaube, da war Vizepräsident Kubicki, glaube ich, oder so. Und der hat die dann dazu zur Ordnung gerufen. Genau. Und sie war sehr uneinsichtig. Aber ich meine, im Bundestag ist es ja verboten, allgemein solche Dinger zu tragen von irgendwelchen Organisationen und erst recht von verfassungsfeindlichen Organisationen. Was ja irgendwie auch sinnvoll ist. Ne? Nur es ist die Antifa keine Organisation, dementsprechend. Alles ein bisschen komplexer. Und ich würde jetzt mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Antifa jetzt man auch einfach nur als antifaschistisch interpretieren könnte. Natürlich gibt es große gewaltfreie Teile, aber es gibt natürlich auch die sehr radikale Antifa, die da ein bisschen Rambazamba macht. In NRW machen wir keine Werbung, das ist zu teuer. Genau. Man muss hier Antifa nicht verteufeln. Man muss nur verteufeln, was viele Antifa-Mitglieder machen, nämlich Gewalt anwenden. Niemals irgendwelche Organisationen kollektiv irgendwie angreifen. Das ist ganz wichtig. Nicht immer kann eine Organisation was dafür. Außer die Organisation ist darauf auch wirklich ausgelegt. Ja, zum Beispiel die KPD ist auf ein menschenfeindliches Weltbild ausgelegt. Dementsprechend sollte man diese verteufeln. So ungefähr. Die Antifa ist aber keine Organisation. So, gerne, dass die AfD auch hätte. Und nein, ich persönlich unterstütze nicht die Ideale der Antifa. Bevor mir das noch jemand vorwirft, tue ich mal so gar nicht. Ich bin kein Anhänger von der Antifa. Danke. So. Oh Gott. Wie viel 1000 Dislikes von AfD-Lern werde ich kriegen? Bei 3 Aufrufen 1000 Dislikes? Hört sich realistisch an. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.